Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Diesmal packen wir seit langem mal wieder ein Spiel aus. Und zwar habe ich hier Lords of the Fallen in der Collectors Edition für die PlayStation 4. Lords of the Fallen wollte ich sowieso schon ewig lange haben. Und weil ich weiß, wie die Büste da drin aussieht, was das für ein absoluter Knaller ist, wollte ich immer die Collectors Edition haben. Ich habe mich aber immer vor dem hohen Preis gescheut, den das Ding ist 2014 rausgekommen. Das ist ja schon ein bisschen her. Aber das Ding hat immer noch teilweise sehr, sehr hohe Preise, wenn man bedenkt, dass man das digital im PSN Store quasi schon für lau fast kriegt. So billig ist das da. Das kriegt man da schon richtig hinterhergeschmissen. Ich habe jetzt aber durch einen richtig schönen Zufall das ganze Ding, so wie das hier steht, das war auch noch eingeschweißt sogar. Das habe ich jetzt nur mal abgemacht, damit es nicht so reflektiert. Habe ich für 25 Euro bei eBay geschossen. Ich jetzt seit, ich glaube knapp einer Woche steht das hier schon rum und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Und jetzt habe ich Zeit und möchte das Ding zusammen mit euch auspacken. Also schauen wir uns das jetzt mal an. Und zwar haben wir obendrauf ist so ein Fantasy-Skelett-Artwork irgendwie. An der Seite, mal gucken, wo fangen wir denn mal an. Vorne ganz unspektakulär Schriftzug, Lords of the Fallen Collectors Edition. Links und rechts ist der Inhalt aufgedruckt, der in der Box drin ist. Wir haben hier auf dieser Seite ist zum Beispiel Official Soundtrack, das Spiel selber, die Büste, eine Stoffkarte und ein Hardcover Artbook. Das sind die physischen Sachen. Und dann hat das Ding aber auch noch digitalen Content. Und zwar ist das einmal The Monks Decipher DLC, Demonic Weapons Pack DLC und Lionheart DLC. Also, ob das jetzt, ich gehe mal davon aus, ja, Weapons Pack ist klar. The Monks Decipher, ich glaube, das sind Story DLCs jetzt, Lionheart Pack. Lionheart Pack ist, glaube ich, auch, ich gehe mal davon aus, dass es ein Outfit ist. Mit Rüstung, Waffe und Schild. Das wird dieser Lionheart Pack sein. Und The Monks Decipher ist vielleicht ein Story DLC. Das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist einmal die Seite mit dem digitalen Content. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Und hinten drauf haben wir einmal, meine Sünden haben ihre Zeichen hinterlassen. Und zwar haben wir hier 4 Screenshots auf dem Spiel. Und einmal eine Inhaltsangabe, die sich da liest wie folgt. Schlüpfe in die Rolle Harkins, eines gequälten Mannes, dessen Verbrechen sein Gewissen belasten. In dieser dunklen Vergangenheit liegt der Schlüssel zur Rettung der Menschheit. Als ein gefallener Gott seine Dämonenarmee entfesselt, kannst nur du ihm die Stirn bieten. So, das Ganze kommt für einen Spieler, belegt 5,2 GB auf der Festplatte und ja, und ist frei ab 16 laut Piggy. Könnt ihr euch hier nochmal angucken. Nachher am Schluss gibt es natürlich wieder ein paar Kamerafahrten, da zeige ich das eine oder andere nochmal im Detail ein bisschen besser. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir den Schuh bei ja. Und dann haben wir den Karton nackig quasi, wenn wir so wollen. Ja, der sieht genauso aus, halt bis auf eine kleine Veränderung. Und zwar haben wir einmal auf der Rückseite, diesmal nicht keine Screenshots, sondern ein Artwork. Nein, es ist ein anderes Artwork als das, was oben drauf ist.
gibt es aber auch dieses Fantasy, Dark Fantasy Skelett Design. Und ansonsten ist das alles ein und dasselbe wie schon auf der Banderole, die hier rum war. Jetzt machen wir das gute Stück mal auf. So, hier haben wir nur einmal gucken. Haben wir eine neue Verpackung schon wieder. Und zwar haben wir einmal Lords of the Fallen Collectors Items. Hier werden garantiert die ganzen haptischen Sachen drin sein, alles was wir in die Hand nehmen können. Da haben wir einmal vorne das Lord of the Fallen Logo. Collectors Edition. Auf der Rückseite ist wieder dieses Fantasy Skelett Artwork. Machen wir es mal auf. Oh. Das ist aber Schmackes. Dann haben wir einmal einen Download-Code. Und zwar ist es der Download-Code für die Löwenherz Geschichte, Löwenherz-Ausrüstung. Einmal das Spiel selber, Lords of the Fallen. So, dann kommen wir zum nächsten. Lords of the Fallen Soundtrack. Mit 15 Stücken auf CD. Das finde ich sehr geil, dass hier eine echte CD bei liegt und kein Download-Code für den Soundtrack, dass man das alles digital hat. Weil ich habe das lieber in der Hand oder kann mir das ins Regal stellen. Das ist mir viel lieber als dieses ganze Album, alles digital. Ja. Das finde ich gut. Dann haben wir die Stoffkarte. Die ist richtig schön groß. Zieht euch das mal rein, Freunde. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass Stoffkarten so groß sind. Ich glaube, die letzte Stoffkarte in dieser Größe war bei Gothic 3, die ich mein eigenen darf. Ist auch schön. Mit den Farben, und das ist auch so ein richtig schön angenehmer Stoff, so richtig schön weich. Und der ist auch, das scheint auch nicht so ein Billo-Stoff zu sein, der ist auch, der fühlt sich auch schön wertig an. So ein bisschen samtig. Das war einmal die Karte. Und dann haben wir hier noch zu guter Letzt das Lord of the Fallen Artbook. Gut, hier könnte man jetzt wieder meckern. Ich persönlich mag Artbooks in diesem Format. Ist also ein bisschen größer. Aber das hier ist auch in Ordnung. Das hat richtig Gewicht. Das hat richtig Gewicht. Das ist mal richtig nice. Und es ist nicht einfach nur ein Artbook, wo einfach nur Bilder drin sind, sondern man hat hier die ganzen Charaktere, die Gegner, Bestiarium und alles mit Beschreibungen. Hier haben wir einmal Locations, also sprich Orte, die man im Spiel bereisen kann. Die ganzen verschiedenen Waffen. Das ist alles auf Hochglanzpapier gedruckt. Schilder, Kräuter, Tränke. Und einmal, ja, ganz zum Schluss kommen ein paar
richtige Artwork, na, was heißt richtige Artworks, aber halt Artworks ohne Beschreibung, das sind wirklich einmal so Bilder. Sau cool. Das ist mal wieder ein schönes Album. Es ist auch nicht so Bildung gemacht. Das einzige. Ja. Obwohl es so klein ist. Das ist der Karton, wo die Büste drin ist. Vorne ist Lord of the Fallen Artwork, wie schon überall drauf. Hinten ist wieder dieses Fantasy Skelett Artwork. Oben drauf ist wieder Fantasy Skelett Artwork. Unten drunter ist dasselbe Artwork wie oben drauf. Und an der Seite ist einmal halt das Lords of the Fallen Logo. Und hier unten ist der Harkin, die Büste, die hier drin ist. Gut, dann bauen wir die mal auf. Das Ding ist echt der Oberhammer. Das ist so... Da fällt einem gar nichts zu ein. Das ist so krass detailliert. Also diese Büste ist im Gegensatz zu einigen anderen Büsten aus Collector's Editions für nur auf den Spielesektor bezogen jetzt, ist das das absolute Prunkstück. Das Ding ist so immens detailliert und das Ding ist richtig schwer. Das ist ein, das hat so einen massiven Sockel, die ganze Figur ist. Ey, so ein Hammer, das Ding, der Harkin hier. Leider, ich habe zwischenzeitlich noch kurz versucht rauszufinden, wer der Hersteller dieser Büste ist. Ich konnte das nicht rausfinden. Könnt ihr mal gucken. Zieht euch diesen Harkin rein und diese super Details. Überall. So, hier haben wir einmal alles aufgebaut. Das hier ist der Karton, wo alles drin war. Ich fand es halt ein bisschen schöner, die mit hier herzustellen. In der Collector's Edition noch einmal zusammengefasst. Das Spiel, ein Artbook, die Mega Ober Turbo Killer Büste, drei DLCs, ein haptischer Soundtrack, also auf CD, und eine Stoffkarte. Ist zu dem Preis, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die damals kostet, 150 Euro, glaube ich, wie die rausgekommen ist, wird sie auch immer noch gehandelt, so zwischen 90 und 150 Euro, bei manchen, ich habe auch schon welche gesehen für 200 Euro. Ich hatte das Glück, das Ganze für 25 Euro zu schießen, was ich richtig geil fand, also konnte ich mir endlich den kleinen Harkin hier in die Bude holen. Und hab obendrein auch noch ein richtig geiles Spiel, denn Lords of the Fallen rockt die Hütte. Und das war's auch schon von mir. Das wollte ich einmal mit euch zusammen auspacken, ein bisschen was dazu erzählen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.